Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video mit dem Thema, wie reinige ich die Brühgruppe der EQ6. Bevor ich die Brühgruppe reinige, reinige ich natürlich erstmal den Milchschlauch. Dann die Milchdüsen bzw. den Milchauslauf. Jetzt wird die Tropfschale entnommen und ebenfalls mit gereinigt. Natürlich ordentlich Wasser. Da kann auch ruhig etwas Spülmittel verwendet werden. Ja, das gute Fit. Man kann natürlich auch jedes andere nehmen. So, kommen wir nun dazu, die Brühgruppe auszubauen. Erstmal muss man den Sicherheitsverschluss lösen. Genau den. Und nun kann man die Brühgruppe mit dem Hebeldruck entfernen. Und nun sehen wir, wie die Brühgruppe nach einer Woche intensiven Kaffeebezugs aussieht. Schmackhaft. Da will ich mir nicht vorstellen, wie so eine Maschine nach mehreren Wochen oder Monaten nicht reinigen aussieht. Das Ganze wird nun unter klarem Wasser abgespült, ohne Spülmittel und nicht in die Spülmaschine. Ja, so sieht sie innen aus. Diese kleine Bürste verlinke ich euch unter dem Video, habe ich mir bestellt, um genau in die Zwischenräume zu kommen. Zur Bürste dazu waren noch Dichtringe. Mit dieser Bürste bekommt man das alles super sauber.
Nun ist alles schön getrocknet. Kann jetzt wieder eingebaut werden. Ich empfehle, die Reinigung möglichst einmal wöchentlich vorzunehmen. Ist meiner Meinung nach vollkommen ausreichend.